Hallo und herzlich willkommen zu Tipps und Tricks rund um die optimale Nutzung digitaler Technik. Mein Name ist Arno Burger und ich zeige euch heute einige Grundlagen zu Teams, die relativ wichtig sind, wenn man ein bestimmtes Verhalten oder bestimmte Phänomene, die in Microsoft Teams auftreten, einschätzen will und gut auf sie reagieren möchte. Das Erste, was wichtig ist, ist, Microsoft Teams hat zwei Teile, nämlich einmal einen Online-Meeting-Teil wie bei Zoom oder WebEx-Meeting oder ähnlichen Programmen und dann aber noch einen zweiten und das ist eigentlich der Kern, das ist die Kollaborationssoftware, in der man gemeinsam in Arbeitsgruppen mit Dokumenten, mit Chat auch außerhalb von Online-Meetings kommunizieren kann und an Dokumenten gemeinsam arbeiten kann. Und die Tatsache, dass Microsoft Teams beides hat, führt manchmal zu Effekten, wo man sich fragt, wieso ist das eigentlich so? Ich mache mal nur ein Beispiel. In manchen Online-Meetings mit Teams kann man Dateien in den Chat kopieren, in anderen geht das nicht. Und die Frage ist, woran liegt sowas? So detailliert werden wir heute noch nicht drauf eingehen, aber ich möchte euch einfach mal so die Grundlagen dafür mitgeben. Also das erste wäre, arbeiten wir in der Kollaborationssoftware von Microsoft Teams oder arbeiten wir in einem Online-Meeting? Die zweite Frage ist, brauchen wir eine Lizenz, beziehungsweise was für eine Lizenz, was für einen Account brauchen wir, um damit zu arbeiten? Wenn wir mit dem Kollaborationsteil von Microsoft Teams arbeiten wollen, brauchen wir immer eine Microsoft-Lizenz. Und ihr seht hier, die gibt es auch kostenlos, aber natürlich auch als Bezahlversionen. Für den Online-Meeting-Teil, wenn ich einfach eingeladen werde zu einer Besprechung in Microsoft Teams, brauche ich keinen Microsoft-Account und auch keine Lizenz dafür. Ich werde mich jetzt mit meinem Microsoft-Account hier anmelden und die Frage beim Anmelden ist nicht nur mit welchem Account, sondern auch mit welcher Software. Denn nachdem es ja inzwischen sehr viele verschiedene Arten von Geräten mit unterschiedlichen Betriebssystemen und so weiter gibt, ist die Frage, arbeite ich mit der Windows Desktop App, das ist das, was ich jetzt dann gleich hier machen werde, oder arbeite ich zum Beispiel mit der Teams App von iOS oder von Android oder von macOS. Und das ist relativ wichtig dafür auch, was ich nachher kann oder was ich nicht kann. Und ich zeige euch jetzt erstmal, wie das hier aussieht, wenn ich mich an Teams mit der Windows Desktop App anmelde. Wenn ich das tue, dann lande ich in dem kollaborativen Teil von Microsoft Teams, bin hier in einem bestimmten Team, kann die Teams auch wechseln, kann sehen, was da gechattet worden ist. Und wichtig ist jetzt, nicht nur Teams, auch andere Programme wie Zoom und WebEx Meeting ändern sich ja ständig und deshalb ist es schon gut, möglichst immer die aktuellste Version zu haben und das erreicht ihr so, wenn ihr hier oben auf das Bild bzw. auf das Bildsymbol, das hier ist, wenn ihr noch keins eingestellt habt, klickt und dann auf den Befehl nach Updates suchen geht. Da hat man erstmal das Gefühl, hey, es ist ja gar nichts passiert, aber es ist tatsächlich was passiert. Hier steht nämlich jetzt, während Sie weiterarbeiten, überprüfen wir, ob Aktualisierungen vorhanden sind und installieren diese. Und manchmal muss man dann tatsächlich nochmal Teams beenden und neu starten, aber häufig ist das auch gar nicht notwendig. Jetzt ist eine zweite Sache, also ich arbeite mit der Windows Desktop App, ich habe einen vollwertigen Account bei Microsoft, ich habe die aktuelle Version und jetzt wirkt sich noch aus, mit welcher Organisation bin ich denn jetzt gerade hier angemeldet? Ihr seht das hier oben neben meinem Namen. Manchmal sieht man das auch hier in einem Eintrag zu den Organisationen. Das hat sich in letzter Zeit immer mal wieder geändert. Ihr seht hier, ich bin in der Organisation Arno Burger. Das ist meine Organisation und in der habe ich vollen Zugriff. Da seht ihr Aktivitäten, Chat-Teams, einen Kalender habe ich hier, Anrufe, Dateien und kann hier auch noch andere Apps einblenden. Wenn ich jetzt in andere Organisationen eingeladen bin, also ich habe zum Beispiel Kunden, die laden mich in ihre Organisation ein, dann werden diese Organisationen hier oben mit eingebunden. Ich kann hier aufklappen, ich sehe dann die Organisationen, in denen ich als Gast dabei bin. Und wenn ich jetzt eine dieser Organisationen auswähle, dann seht ihr hier auf der linken Seite ändert sich jetzt einiges. Denn ich habe zwar noch Aktivitäten, Chat, Teams
und Dateien, aber ich habe zum Beispiel keinen Kalender und keine Anrufe mehr. Und das liegt daran, dass ich als Gast kein vollwertiges Mitglied in dieser Organisation bin. Ja? Also welche App, welche Lizenz und ist es meine eigene Organisation oder bin ich als Gast in der Organisation? Das sind alles Dinge, die spielen nachher eine Rolle für den Umgang mit dem, was ich hier tue. Ich möchte jetzt noch mal ganz kurz so ein paar Ideen euch geben, was euch zur Verfügung steht, wenn ihr in eurer eigenen Organisation seid. Jedes Team hat automatisch einen Kanal allgemein, in dem gibt es die Möglichkeit zum Chatten. Dort ist auch die Möglichkeit, Dateien abzulegen. Diese Dateien werden hier angezeigt. Genau genommen befinden sie sich aber auf einem SharePoint-Server, das heißt auf einer Dateiablage. Und mit der ist es hier verknüpft. Das hat viele Vorteile. Da werden wir aber jetzt nicht genauer drauf eingehen. Außerdem ist direkt ein Wiki angelegt und ich kann, wenn ich das möchte, noch weitere Registerkarten hier einfügen. Ich könnte zum Beispiel hier noch ein OneNote-Notizbuch aufnehmen, das ich dann gemeinsam in diesem Team verwende. Ich kann auch eine Besprechung einberufen, und zwar hier über das Symbol Besprechung, und zwar zwei Arten von Besprechung erstmal. Ich kann sagen, ich möchte jetzt direkt besprechen, es ist ein bisschen wie ein Anruf. Und das andere wäre, ich plane eine Besprechung über den Kalender und schicke den Leuten ganz normal per E-Mail eine Einladung, so wie ihr das sicher schon oft gesehen habt. Über jetzt besprechen kann ich direkt eine Besprechung in diesem Kanal aufrufen. Und ich kann hier zum Beispiel auch schon mal die Kamera aktivieren. Das geht jetzt in meinem Fall nicht, weil die Software, mit der ich das Ganze aufzeichne, die Kamera verwendet. Und deshalb kann die hier nicht angezeigt werden. Aber ihr könnt hier schon, bevor ihr dem Online-Meeting beitretet, könnt ihr einen Hintergrundfilter, also zum Beispiel weich zeichnen oder auch verschiedene Hintergrundbilder einfügen. Ich schalte das mal wieder aus, weil es in meinem Fall jetzt nicht geht. Ich entscheide, dass ich mein Computer-Audio verwenden will. Das ist ein bestimmtes Mikrofon, das ich gerade hier dran habe. Und dann sage ich, ich möchte jetzt teilnehmen. Und jetzt bin ich in dem ganz normalen Online-Meeting-Teil von Microsoft Teams. Ich kann jetzt hier direkt Teilnehmer hinzufügen, weil ich ja gerade eine Ad-Hoc-Besprechung mache. Wenn ich einen Namen aus meiner Organisation eintippe, dann sieht man den hier auch direkt. Ich wähle den aus und wenn der jetzt Teams anhat, dann läutet es jetzt bei dem in Teams und er kann direkt an der Besprechung teilnehmen. Wenn ich Leute hinzufüge, die außerhalb meiner Organisation sind, dann muss ich den gesamten Namen eintippen, weil erst dann bestätigt wird, dass diese Leute eben auch ein Konto bei Microsoft haben. Also auf diesem Weg lade ich primär Leute ein, die ein Microsoft Office 365 oder Teams Konto haben. Ihr habt hier die Möglichkeit, die Teilnehmerliste anzeigen zu lassen. Die sehen wir gerade hier. Da sieht man dann auch, dass ich Organisator bin und was andere Leute noch für Berechtigungen haben. Ich kann einen Chat anzeigen, indem ich etwas eingebe. Und den wegschicke, das ist normale Chat-Darstellung. Rechte Seite sehe ich meinen Text, linke Seite sehe ich den von anderen. Ich habe die Möglichkeit, zum Beispiel zu sagen, dass mir etwas gefällt oder mich zu melden, da hebe ich die Hand. Was jetzt hier in Teams anders ist als in manch anderen Online-Meeting-Programmen ist, die Hand ist so lange oben, bis ich sie wieder runternehme. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie meinen Beitrag leiste und dann möchte ich die Hand herunternehmen, dann wähle ich hier nochmal das Handsenken. Ihr seht als nächstes ein Symbol für Gruppenräume. Das heißt, in Microsoft Teams kann ich jetzt seit einiger Zeit auch Gruppenräume anlegen. Die kann ich automatisch oder manuell anlegen. Und die werden mir dann auch hier in der rechten Spalte angezeigt, wo ich Teilnehmer zuweisen kann, Teilnehmerlisten herunterladen kann und Ähnliches. Außerdem kann ich natürlich Inhalte freigeben, also den Bildschirm teilen, Fenster teilen, aber ich habe auch ein Whiteboard, an dem ich gemeinsam mit anderen arbeiten kann.
Soweit zum Online-Meeting-Teil von Microsoft Teams. Ich beende diese Besprechung und bin dann wieder in dem klassischen Kollaborationsteil von Microsoft Teams und könnte jetzt zum Beispiel hier direkt eine Datei aus diesem Team aufrufen. Diese Datei wird dann in einer Webansicht angezeigt. Das wäre jetzt Excel. Und wenn ich möchte, kann ich sie hier auch in der Desktop-App anzeigen. Ich habe auch die Möglichkeit, zum Beispiel den Link zu kopieren und damit das Dokument freizugeben. Und das finde ich ist schon eine tolle Sache, denn ich kann jetzt dieses Dokument für alle Menschen freigeben, die einen Microsoft Office 365 Account haben und kann dort gemeinsam mit diesen Leuten arbeiten. Wobei genau genommen hat das auch wieder was mit den Grundeinstellungen in eurer Organisation zu tun. Ja, das war es zunächst mal mit einem Überblick über Microsoft Teams. Wichtig ist, ihr müsst unterscheiden zwischen dem kollaborativen Teil und dem Online-Meeting-Teil, zwischen der Frage, haben die Benutzer eine Microsoft Teams bzw. Office 365 Lizenz und dort einen Account, dann aber auch mit welcher Software arbeiten die Leute gerade und in welcher Organisation, das war das, was wir hier hatten, sind sie im Moment. Das war ein erster schneller Überblick über Microsoft Teams. Ich hoffe, ihr habt einige Ideen und Anregungen bekommen und ich werde dieses Thema in den nächsten Tagen dann vertiefen. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst gerne einen Like oder abonniert den Kanal. Ich freue mich, von euch zu hören. Wenn ihr Fragen habt oder Kommentare, schreibt die doch bitte gerne hier in YouTube in die Kommentare. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Probiert viel aus und ich freue mich auf eure Nachrichten. Bis dann, euer Arno. Ciao.